Na, Hallöchen, Freunde. Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. May the 4th be with you. Auch wenn das Video jetzt am 5. Mai kommt und nicht am 4., wünsche ich euch May the 4th trotzdem nachträglich. Kann man sowas nachträglich wünschen? Ist das möglich? Na gut, wie auch immer, wir weichen mal diese Woche von dem üblichen Upload-Plan ab. Und ich habe mir gedacht, weil ich gerade sowieso Bilanz mache oder Inventur, zeige ich euch alle meine Minifiguren. Dazu sei gesagt, ich habe ein paar Verluste erlitten in letzter Zeit, und zwar sind mir Kampfdruiden viele kaputt gegangen und mit der Zeit leider auch zwei General Grievous. Dazu hätte ich theoretisch auch noch einen Spider-Droid, der ist aber in meinem ganzen Chaos hier im Zimmer aktuell verloren gegangen. Und nur damit ihr mal einen groben Überblick bekommt, wir haben hier zwei von diesen, ja, standardgrünen Platten hintereinander, dann hier eine große graue Platte, dahinter noch ein paar kleinere graue und grüne Platten. Ich habe das versucht, auch immer nach Fraktion zu sortieren. Und hier vorne dann nochmal eine grüne Platte. Und da hinten habe ich alles gelagert, was jetzt nicht so auf Platten gehört. Fangen wir am besten mit den Minifiguren hier vorne an. Hier habe ich so ein bisschen versucht, eine Reihe aus Mandalorian-Leuten zu machen. Da haben wir hier vorne dabei Pre Vizsla, da hinten zwei Versionen von Mando, Boba Fett in verschiedenen Ausführungen, Jango Fett, dahinter nochmal Boba Fett in Jung, dann so ein Superkommando, dahinter Porks und ganz viele BB-8, dann Darth Maul, einige Trooper der Death Watch und dann fängt da hinten auch schon die First Order an mit so ein Executor-Truppen, Flammenwerfer-Truppen. Oh ja, dann reihen sich da halt die normalen Truppen an, in Kombination mit den langweiligsten Figuren, die Lego jemals rausgebracht hat. Dann vor der First Order sehen Sie den Widerstand mit ihren Piloten, einige Versionen von Poe Dameron, dann noch Finn dahinter. Vizeadmiral Holdo leuchtet uns auch noch mit ihrem Haarteil dort aus der Menge heraus. Dann steht hier vorne noch Rose und rechts daneben beginnen wir gleich mit den Rebellen. Da haben wir vorne zwei von den Snowtrooper-Rebellen, tatsächlich von den Snow. Trooper-Rebellen habe ich nicht so viele. Ich habe da nur drei an der Zahl. Hier vorne zwei und dahinter nochmal einen. Davor stehen ja ein paar der Endo-Rebellen, dann noch ein paar von den Rebel Fleet-Troopern und ein paar Piloten. Hier rechts einige Astromech-Druiden, dahinter Lando Calrissian in dem Skiff-Outfit, Hera Syndulla, ein paar nochmal Rebellen-Leute, Persönlichkeiten, die einen was sagen vom Namen her. Dann habe ich rechts daneben eine ganze Reihe nur mit Han Solo-Minifiguren. Da fangen wir vorne an mit Han Solo in seinem Stormtrooper-Outfit. Dann hier Han Solo aus Episode 4, dahinter Han Solo aus Episode 5, dann ein 20 Jahre Han Solo, dann nochmal ein Han Solo aus Episode 5, dann dahinter der Endor-Hahn, dann Hahn aus Episode 7 und ein Carbonit-Hahn ganz hinten. Rechts von Hahn stehen dann auch noch sehr viele Versionen oder sehr viele gleiche Figuren von seinem Allzeitbegleiter Chewbacca und dann noch sehr viele C3POs und R2D2s. Da haben wir 1, 2, 3, 4 von den in Anführungszeichen aktuell normalen R2s, dahinter zwei ältere Versionen, nicht aus Clone Wars und ganz hinten einen ganz alten R2. Die Platte hätten wir jetzt mal grob abgeschlossen. Dahinter haben wir noch so, ja, ich sag mal, Personen, die jetzt nicht wirklich zu irgendeiner Fraktion gehören. Ganz cool finde ich hier diese Krallen-Minifigur. Also gerade so was Alienrassen angeht, da könnte Lego ruhig mal ein paar Sets rausbringen, wo einfach mehr davon kommt, ne? Da hinten seht ihr noch Bib Fortuna, hier vorne einige Jawas. Irgendwie bei der Aufstellung der Figuren ist mir ein Jawa verschwunden gegangen, finde ich ganz komisch. Auf jeden Fall müssten ja eigentlich vier Jawas stehen. Dahinter ist noch ein Mynock, ein Gonk-Druide, ein paar Druiden und da hinten noch IG-88. Ein Pit-Druide steht da auch rum. Also eine bunte Ansammlung. So bewegen wir uns jetzt einmal zu der Fraktion, wo ich am meisten Figuren habe. Und zwar ist es das Imperium. Da habe ich auch versucht, die Stormtrooper so ein bisschen, ja, nach Alter aufzustellen. Ganz links hier den OG-Stormtrooper, dann zwei von denen, ja, die danach rausgekommen sind. Dahinter die Reihe ist gefüllt mit meinen Lieblings-Stormtroopern, also so wie die in der Reihe hier aussehen, so gefällt es mir am besten. Und dahinter jede Menge Stormtrooper mit diesem Fetthelm, den du keinen einzigen Grad drehen kannst. Wiederum hinter den Stormtroopern sind dann die ganzen Snowtrooper, die habe ich jetzt nicht nach Alter sortiert und auch nicht nach Rang, also da stehen noch zwei Commanders irgendwo dazwischen. Dann hier habe ich versucht, so Spezialeinheiten zu sammeln oder eben, ja, eigentlich zum größten Teil nur Sandtruppen. Dazwischen steht dann noch ein Artillerietrooper und fünf Scout-Trooper. Ganz einsam steht dazwischen auch noch so ein Death-Trooper, so ein Shadow-Trooper und ein Mimpern-Stormtrooper. Die stehen da einfach, weil es dort gerade schön ist. Hinter der ganzen Stormtrooper-Fraktion stehen dann die
Piloten des Imperiums oder die Ingenieure oder eben alle Leute, die etwas steuern. Zu meiner Überraschung habe ich eine Menge von diesen AT-AT-Drivern, 5 Stück an der Zahl. Und wiederum dahinter stehen dann meine ganzen Offiziere. Da steht zum Beispiel Tarkin, Moff Gideon, Han Solo in seinem Mimban-Outfit, General Maximilian Veers in 3 verschiedenen Ausführungen. Ein paar schöne Offiziere, da hier steht noch ein OG-Offizier. Dahinter wiederum stehen die ganzen Folterdruiden und einige reguläre Druiden des Imperiums. Und damit ich jetzt nicht immer so weit nach hinten angeln muss, schließen wir auch gleich mit meinen Separatisten ab. Die sind sehr überschaulich. Also ja, eine Platte mit normalen Druiden, dann hier so Pilotdruiden in Kombination mit normalen Druiden. Und dann hier Count Dooku mit Newt Gunray. Ein paar Superkampfdruiden. Bei Superkampfdruiden, da gehen die Beine sehr, sehr schnell kaputt. Eigentlich habe ich so an die 9 Superkampf-Druiden, aber die sind mir einfach alle kaputt gegangen. Da habe ich keine Beine dafür, deswegen stehen da nur 4. Das gleiche gilt übrigens auch für die Kommando-Druiden. Und dahinter stehen noch ein paar Commander und ein Sicherheits-Druide. Dann hier in einer Reihe habe ich versucht, so die Special-Imperialen quasi aufzureihen. Ganz vorne mit dabei ist Darth Sidious aus der 2. Auflage des UCS Todessterns. Dann 3 Versionen von Darth Vader, 2 mit dem neueren Helm und 1 mit dem alten Helm aus dem Sternzerstörer. Dahinter ist dann Reaver, der Großinquisitor und noch der 5. Bruder. Und hier ganz schick aufgereiht 4 von den imperialen Garden. Im Kontrast zum Imperium steht nicht die Rebellion, sondern die Klontrooper, die ich dann aufgereiht habe. Da haben wir hier 2 von den Senatswachen, sehr viele Phase 1 Klone hier vorne in dem Bereich, jedoch nur aus der filmischen Version. Dahinter Kashyyyk Troopers, dann Geonosis Truppler, 187. Legion Trooper, die 212. steht da mit ein paar schicken Airborne Troopern und dann alles weitere ist die 501. Die sichern sich einen sehr großen Platz auf der Platte auf jeden Fall an. Dann hier in den beiden Reihen stehen jetzt Klone, die ja einfach in zu geringer Zahl vorhanden sind, als dass ich sie irgendwo richtig zuordnen kann. Unter anderem steht hier auch eines meiner Klon-Highlights, der Arc Trooper in Phase 1. Ich hatte mal von dem Typen 2 Stück, habe aber damals den Fehler gemacht, einen zu verkaufen für sehr wenig Geld. Weil ich mir so gedacht habe, ja, okay, ich war auch noch jünger, ja, ich habe 2, also einer kann ja verkauft werden. Ja gut, da war ich noch kein Sammler so wie heute, sondern habe damit wirklich noch gespielt. Dann weg von den Klonen habe ich jetzt hier mal alle Jedi aufgereiht. Dort haben wir Qui-Gon Jinn, Ahsoka Tano, Elven Peel, da hinten Luminara und Dooley, welche von allen Minifiguren, glaube ich, sogar meine wertvollste ist. Und eine komplette Reihe voll nur mit Luke Skywalker Minifiguren, also wirklich diese Reihe, upsala, also diese Reihe hier ist komplett nur mit Luke Skywalker vollgestellt und hier rechts die Reihe davon, die teilt sich dann Luke Skywalker in Kombination mit Prinzessin Leia. 2 meiner absoluten Favorite Luke Skywalkers sind einfach hier einmal dieser OG Luke Skywalker mit dem Chrome Lightsaber noch dazu und ja, der Luke Skywalker in seinem Zeremonie-Outfit. Dann Prinzessin Leia in ihrem Endor-Outfit mit Keks dazu. Und ja, noch ein paar Leia-Minifiguren dahinter. Da hinten steht auch die 20-Jahre-Edition von Leia. Und auch die mit der Yavin-Zeremonie. Man merkt übrigens stark an den ganzen Luke Skywalker-Minifiguren, worauf Lego, ja, ihren Wert bei Jedis legt. Luke Skywalker ist bei mir Vorreiter und ich sammle diese Figur nicht gezielt. Das ist einfach, weil der gefühlt in jedem dritten Set dabei ist aktuell. So, wie auch immer, machen wir weiter mit unserem guten Obi-Wan Kenobi. Da haben wir hier vorne auch die 20 Jahre Edition. Dann Obi-Wan in Alt, nochmal 2-mal dahinter. Dann Obi-Wan als Jüngling, dahinter Obi-Wan aus Episode 3, Episode 2. Aus der Obi-Wan Kenobi Serie nochmal in Episode 2. Dann Obi-Wan aus Star Wars The Clone Wars. Rechts davon ganz unbedeutend 4-mal Ray irgendwas und 3-mal Mace Windu davor, 2-mal aus dem Republic Fighter Tank und einen aus den AT-TE. Zu meinem Erstaunen besitze ich nur 4 Anakin Skywalker Minifiguren, einmal in ganz jung aus Star Wars The Clone Wars, Episode 2 und Episode 3. Ich für meinen Teil hätte gerne den Anakin aus diesem Arrest Set, weil dort Anakin halt mit einem Umhang kommt und mit diesem coolen doppelseitigen Gesicht, aber ehe mir diese Figur in die Sammlung läuft, wird wohl noch ein bisschen Zeit vergehen. Dann rechts neben den Jedi habe ich hier versucht, so ja, Angehörige der Republik so jetzt aufzustellen, also jetzt nicht die Reihe hier ab dem Astromech-Druiden, sondern eben die Reihe hier komplett durch. Da haben wir ein paar Versionen von Padme Amidala, dahinter noch so Naboo-Pilot, dann Tuan Wei, Jar Jar Binks und 2 Gungan Warriors und diese rechte Seite hier habe ich
fast ausschließlich, ne, nicht die beiden, sondern dahinter, dann mit Christmas-Figuren geschmückt. Die haben dann alle diesen richtig coolen Weihnachtspullover oder eben ein anderes Weihnachtskleidungsstück am Körper. Auch da hinten, ja, den ein oder anderen Christmas-Gonk-Druiden. Also Lego liebt es anscheinend wirklich, ihre Gonk-Druiden im Adventskalender immer weihnachtlich zu gestalten. Und an sich rein von den Minifiguren war es das ja, also von den richtigen Minifiguren, ne? Weil wir haben hier hinten auch noch ein Dubek als Kreatur, zwei Probe-Droids und fünf Druidikas. Die zählen bei Bricklink auch unter die Kategorie Minifiguren, deswegen habe ich sie mit dazugestellt. Und ja, das war es jetzt auch erstmal. Ich kann euch mit Sicherheit sagen, das wird sich in den nächsten Tagen jetzt wieder ändern, von der Anzahl an Minifiguren her, denn, falls es euch interessiert, ich habe mir im Zuge der aktuellen May the 4th Sache hier mit Doppel-VIP-Punkten und so weiter bei Lego Folgendes gekauft. Und zwar einmal das Throne Room Diorama und das zweite Set ist dann dieser TIE Interceptor versus Mandalorian Dingsbums Fighter. Also ich habe mir zwei Sets gekauft, das war jetzt ein Gesamtpreis von 200 Euro, bekomme drei Promo-Dinger noch dazu und ja, aktuell sitze ich hier und warte auf diese Bestellung. Aber wenn die Sets dann auch ausgepackt sind, habe ich tatsächlich endlich wieder eine Darth Vader-Figur. Also ja, eine Darth Vader-Figur bekomme ich noch dazu. Eine Luke Skywalker-Figur, ja. Der kann sich dann super zu den anderen stellen. Aber auch eine neue Darth Sidious-Mini-Figur. Darauf freue ich mich auf jeden Fall schon mega. Also ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr euch im Zuge der ganzen May the 4th-Sache und so weiter bei Lego gekauft habt oder ob ihr es euch später kaufen möchtet. Würde mich auf jeden Fall interessieren und ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine, aber feine Überblick über meine gesamten Figuren gefallen. Und mit diesen Worten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.